Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Wie ihr bei Facebook abgestimmt habt, wird es heute um die bekanntesten Hochzeitsbräuche gehen. Ich danke nochmal allen, die an der Abstimmung teilgenommen haben. Ich habe hier meine Zettelchen, da steht ein bisschen drauf, was ich euch so sagen möchte. Gut, fangen wir mit einem Hochzeitsbrauch an, den viele von euch wahrscheinlich aus Filmen kennen werden. Und zwar lautet der: Something old, something new, something borrowed and something blue, and a sixpence in your shoe. Ja, something old, something new steht natürlich für den Übergang von dem alten Leben in das neue Leben als Braut. Something borrowed steht dafür, dass man sich von einer bereits verheirateten Frau etwas Glück borgen soll. Blau steht für die Reinheit und die weibliche Treue. Früher war es auch noch so, dass Braut und Bräutigam blaue Bänder trugen, um ihre Zusammengehörigkeit und ihren Glauben zu symbolisieren. Ja, und der Sixpence in your shoe steht natürlich für den Wohlstand. Machen wir mal weiter mit dem Reis. Also das kennt, glaube ich, jeder, das Reissteuern nach dem Standesamt. Das soll eine fruchtbare, kinderreiche Ehe bringen. Heutzutage wird es auch gern mit Seifenblasen abgewandelt. Und die Seifenblasen sollen einfach die Wünsche und Träume des Brautpaares symbolisieren und man hofft natürlich, dass diese in Erfüllung gehen werden. So, dann machen wir mal weiter mit der Brautentführung. Am Hochzeitstag wird die Braut von Freunden entführt und man geht von Kneipe zu Kneipe und der Bräutigam muss nachher die Zeche zahlen. Es gibt auch eine abgewandelte Form, dass man mit der Braut an einen bestimmten Ort geht, der eine Bedeutung für das Paar hat und kleine Hinweise hinterlegt, wo man sich befindet, also eine Art Schnitzeljagd. Man kann das auch variieren und beide Varianten zusammenmixen, dass man sozusagen auf dem Weg zu diesem Ort noch ein paar Kneipen abklappert. Dieser Brauch geht auf das Mittelalter zurück und auf das Recht der ersten Nacht. Also angeblich war es so, dass der Klerus und der Adel die frisch verheirateten jungen Frauen am Abend ihrer Hochzeit entführt hat und sie in ihrer ersten Hochzeitsnacht entjungfert hat. Das ist allerdings nicht bestätigt. Und ja, dann haben wir hier noch den Polterabend. Das kennt, glaube ich, auch jeder, ist sehr, sehr, sehr verbreitet. Durch den Lärm beim Polterabend sollen einfach die bösen Geister vertrieben werden. Lärm hat man früher wirklich gemacht mit Rasseln und Trommeln oder auch mit Gewehrfeuer. Heute macht man das natürlich, indem man Porzellan zerschlägt. Ganz, ganz wichtig ist, dass man kein Glas zerschlägt, weil Glas ein Unglückssymbol ist. Ja, und wer räumt das Ganze dann weg? Da gibt es auch wieder verschiedene Varianten. Zum einen kann das natürlich das Brautpaar zusammen machen. Das symbolisiert dann wieder die Gemeinschaft, das gemeinsame Arbeiten und die Gleichberechtigung. Das kann aber auch so sein, wie es zum Beispiel in Norddeutschland sehr verbreitet ist, dass der Bräutigam am Morgen danach machen muss und das symbolisiert einfach, dass er nicht zum letzten Mal einen Besen in der Hand gehabt haben soll. Ja, der Polterabend wird oft am Vortag der Trauung gefeiert. Gibt es auch heutzutage verschiedene Varianten. Ich finde es auch schöner, wenn man das zum Beispiel eine Woche vorher macht oder so, damit man einfach am Tag der Hochzeit wirklich ausgeruht ist, frisch aussieht als Braut. Ja, jeder so, wie er es mag natürlich. Dann kennt, glaube ich, jeder das Sägen. Man benutzt dazu üblicherweise eine Schrotsäge, weil es bei der unbedingt darauf ankommt, dass man immer abwechselnd zieht. Sonst verkantet die sich. Und dieses Sägen steht natürlich für das gemeinsame gleichberechtigte Arbeit und die Gleichberechtigung in der Ehe. Außerdem soll sie die Balance zwischen Zuhören und Reden verdeutlichen und die Aufmerksamkeit für die Bedürfnisse des Partners. Dann kennt natürlich jeder den Hochzeitsbrauch der Hochzeitstorte und auch dass derjenige, der beim Anschneiden des ersten Stückes die Hand oben hat, wohl auch das Sagen in der Beziehung haben wird. Und dann gibt es noch ganz paar Hochzeitsbräuche, die mit der Kleidung der Braut zusammenhängen. Fangen wir doch am besten mal mit dem Brautschuh an.
Der wird ja üblicherweise von gesparten Pfennigen bzw. Centstücken bezahlt. Ich kenne auch eine Freundin, die das wirklich noch macht, die ihre Centstücken sammelt, um dann später davon ihre Brautschuhe zu kaufen. Und das symbolisiert natürlich einfach die Sparsamkeit der Braut. Und dann gibt es noch die Brautschuhversteigerung. Also am Hochzeitsabend wird der Braut der Schuh entwendet, geht durch die Gäste und die legen ihre Gebote für diesen Schuh hinein. Und am Ende ist es natürlich so, dass der Bräutigam diesen Schuh ersteigert mit allen darin befindlichen Geboten und ihn seiner Braut zurückgibt. Und das Paar kann natürlich das Geld, was in dem Schuh liegt, behalten. Dann gibt es noch den Schleiertanz. Der weiße Schleier stand natürlich früher für Jungfräulichkeit, ist ja heutzutage nicht mehr unbedingt so der Fall. Der findet um Mitternacht statt, dieser Schleiertanz. Und da gibt es auch wieder verschiedene Varianten. Entweder man zerreißt diesen Schleier und jeder der anwesenden weiblichen Gäste bekommt ein Stück, um vom Segen des Brautpaares zu profitieren. Oder aber, und das finde ich die weitaus schönere Variante, der Schleier wird über das Brautpaar gespannt, die darunter tanzen. Und jeder, der mit einem der beiden tanzen möchte, muss Geld in den Schleier werfen. Und dann gibt es noch natürlich den Brautstrauß, der üblicherweise vom Bräutigam gekauft wird. Und das kennt, glaube ich, auch wirklich jeder, dass sich die Braut mit dem Rücken zu allen weiblichen unverheirateten Gästen stellt, den Brautstrauß wirft. Und diejenige, die ihn fängt, hat natürlich Glück, weil das wohl ein Omen für eine baldige Hochzeit sein soll. Ja, ich denke, diese Hochzeitsbräuche sind euch wohl allen sehr bekannt. Ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr noch andere Hochzeitsbräuche kennt. Ich werde auch in naher Zukunft nochmal ein Video drehen. Da wird es dann um die etwas weniger bekannten Hochzeitsbräuche geben. Das ist halt wirklich von Region zu Region unterschiedlich, was zelebriert wird. Und natürlich auch, was jedem gefällt, wie er es gerne hätte. Das ist immer nach dem persönlichen Geschmack richtet sich das. Ja, dann würde ich mich natürlich wie immer über Kommentare freuen, wenn ihr mir Nachrichten schreibt mit Fragen oder Anregungen. Abonniert meinen YouTube-Kanal, wenn ihr mögt, oder besucht einfach mal meine Facebook-Seite und hinterlasst mir da eine kleine Nachricht, würde mich sehr freuen. Und dann werden wir uns in ein paar Tagen schon wieder bei meinem nächsten Video sehen. Ich freue mich sehr und bis dahin, tschüss!